Guten Abend und hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Perfect International. Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier etwas anders als sonst. Beziehungsweise als beim ersten Mal. Ich spiele nicht alleine. Ich spiele zusammen mit Arisha, eine Abonnentin von mir. Ja, ich würde mal sagen, also sie ist nicht mit drin hier. So, nimm die erste Quest an. Ja, Arisha ist eine kleine Anlehnung an den Original Character Toya. Klemlik, eben an den Original Character Toya, weil Arisha eben zu derselben Geschichte gehört und ja, es ist jetzt für sie das erste Mal, dass sie dieses Spiel spielt. Ich fand es wirklich ganz nett, als sie mir fast sofort geschrieben hatte, hey, ich lade gerade das Spiel runter und dann habe ich gesagt, gut, dann spielen wir morgen zusammen. Ja. Wir müssen jetzt natürlich nochmal die erste, die Käfer nochmal töten. Ja, schon wieder. Ist genau richtig so gesagt. Und da läuft jemand hier nackt rum. Naja, soll's geben. Auf gut Deutsch, wir schmeißen noch mal ein paar Käfer kaputt. Dürfte jetzt recht schnell gehen, aufgrund dessen, dass ich eigentlich eine bessere Waffe habe. Ich hab jetzt selber noch nie, also noch nie ist schlecht gesagt, ich habe eigentlich selten den Kleriker gespielt, höchstens einmal, glaube ich. Ich weiß nur von Sensengeist, was der Kleriker eigentlich so an sich kann. Na komm. Na komm. Ja, genau so geht's. Jetzt haut dann. Oh komm. Oh nee, den Hut kann sie haben. Ich brauch. Ach genau. Moment, welches Level. Welches Level 2? Warten wir ein bisschen das Level ab. Oh toll. Noch. Oh, einmal. Toll. Jetzt konnte ich, kam ich gar nicht zum Schießen. Das ist ja fair, unfair. Ups. So. Wo bist du? Ach, da ist sie ja. Also es ist eigentlich egal, wer das hier aufsammelt, es ist immer eine automatische Aufteilung von den Sachen. Ich habe einen Mana-Trag erhalten. Ach, wie toll. So, jetzt ist sie auch endlich im Gruppenchat. Also es ist nicht einfach, das weiß ich auch noch von meinem ersten Mal. Es ist nämlich, ja, ein gewöhnungsbedürftiges Spiel. Oh, einmal ein Quickshot drauf und es müsste das Ding tot sein. Ja, hab ich doch gewusst. So. Klick, 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 klick. Also zu zweit geht es ein bisschen schneller. Sie spielt jetzt eben eine Klerikerin, auf gut Deutsch Heiler und Buffer. Und was willst du von mir? Na los, verschwinde. Ein Critical Hit. Jetzt, wo man es gar nicht mehr braucht.
Ja. Man kann das ja jetzt abgeben gehen. Also, das ging jetzt wirklich schnell. Aber wirklich schnell. Bist ja immer nur Level 1. Ach so, weil wir Erfahrungspunkte teilen, ja, deswegen. Na komm. Und da fliegt schon wieder jemand vorbei. Was bist du? Ein Jäger? Jetzt hat sie sich auch noch verzählt. Ich schmeiß mir eben ein paar Käfer. Es ist doch mal schön, jetzt hier einfach viele zu schreiben, die immer how many, how many, how many. Oder how much? Ich meine, wir hätten immer gesagt, how many left. Ja, ich glaube, wir hatten war dann immer so. Stand man plötzlich mit Leuten aus Rumänien oder so mal zusammen da dran und hat Quests gelöst. Natürlich sind wir jetzt durch, ich habe gerade zwei getötet. So, na komm. Hui. Neue West bekommen, genau. Wo steckst du? Hallo? Ach, da bist du. Vielleicht sollten wir mal hinkriegen, dass sie Skype hat. Kannst du für... Wäre nämlich dann vielleicht auch einfacher, dann könnte sie vielleicht mal auch ein bisschen mitreden. Es ist dann einfacher als zu reden und zu schreiben gleichzeitig. Dubidu. Man kann auch mit WASD laufen. Pstadoku. Geschenk der Wache. Ja, dann, ist. Okay. Okay. Ich frage gerade noch, ob sie die Quest hat, die ich mit Toya ebenfalls zu erledigen habe, wo wir gerade so gesehen abgebrochen waren. Und warum ist der Tracker nicht mehr drin? Nein! Halt, stopp! Du sollst stehen bleiben. Ich möchte den Tracker haben. Okay, dann... Los! Dup-di-du! Ach, by the way. Ich sehe, haben sie hier gerade, sie ist nämlich Level 2 geworden und ich weiß noch nicht genau, ob sie schon ihre Punkte verteilt hat. Wie unter CB Character, das hatten wir hier schon mal. Ich hatte mich ja erstmal gefragt, warum denn eigentlich hier in der Magie kein Punkt reinging. Da hatte die liebe Sensengeist mich darauf hingewiesen, dass der Punkt hierhin geflohen ist, regelrecht. Okay, sie hat schon, dann können wir jetzt los. Pastralkäferchen töten. Oh, und jetzt ist plötzlich Musik da. Cool. Ja, ich habe die Musik angemacht. Das habe ich im letzten Part verpasst und ja, natürlich. Heute gibt's Hosen. Himmels Willen. Laut. Ich weiß nicht, wie laut es in der Aufnahme ist, da mache ich es einfach leiser. Wir hauen jetzt getrennt auf die Käfer ein.
Oh, geht auch viel schneller, wenn ich jetzt auf Deutsch schreibe als auf Englisch. Zudem, nein, sie ist keine Deutsche. Aber sie ist deutsche Sprache mächtig. Oh, da sind sie. Auf wen schießt du zum Henker? Was war das für ein Bug? Hat er da hinten hingeschossen? In die, keine Ahnung wo, anno irgendwo. Ja, oh, komm, sterb. Zack, zack. Zack. Ja, jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen auf sie aufpassen. Sie ist kein Damage-Dealer, sie ist ein Heiler. Und, ja, aber wobei der Anfang eigentlich für Heiler machbar ist und hoffe ich mal. Zur Not schieße ich einmal mit drauf. Zack, zack. Immer wenn ich so ein Käfer fertig habe, hau ich mit drauf. Denke ich mal. Dann stirbt sie mir nicht. Es ist nicht so, als wäre Sterben hier am Anfang schon das Schlimmste der Welt oder so. Ich brauche jetzt noch. Das heißt, ne, sie muss sagen, wenn sie fertig ist. Wobei, zusammen vielleicht drauf. Ach, das sage ich jetzt nicht. Ich denke mal, das wird sie dann sehen, wenn ich mit drauf haue und ich sehe nichts. Himmels Willen. Nein, ah, blöde Textur. Verschwinde. Boah. Ah, da ist wieder einer. Zack. Also hier braucht man jetzt noch nicht die besonderen Fähigkeiten eines Heilers. Denn man sieht, ich habe wieder einmal keinen Schaden genommen. Wo steckt die jetzt schon wieder? Auf der anderen Seite? Hä? 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 Es ist verschwunden. Ach da! Puh. Beziehungsweise wir haben im Englischen mal gefragt, left? Fragezeichen. Schlicht und einfach, weil es dann schnell gehen musste. Ja genau, also Entschuldigung, spawnen ist meiner Meinung nach kein Schimpfwort. Spawnen heißt einfach nur wiedergeboren und naja, egal. Ach nein, das ist ein Skorpion. Ich verstehe diesen Chat zwar nicht, aber beziehungsweise ist da unten ist einer. Beziehungsweise mal sehen, wie viele Schüsse ich für den brauche. Boy, der hat auch noch erhöhtes Leben. Oh, du sollst nicht laufen, du sollst schlagen, du dummer Kerl. Ah, der hat auch einen entdeckt, das ist gut, so kommen wir schneller voran. Das Problem an diesen Käfern ist, dass die irgendwie selten sind, gefühlt. Und jetzt habe ich mein Level up, das ist schön. Dann kann ich jetzt auch gleich mal selbst in Magie 2 stecken. In Stärke 2 und Vitalität 1. So. Jetzt frage ich mir eben nach, wie viele sie noch braucht, weil ich habe jetzt meine 10 voll. Dann kommen wir endlich in die Hauptstadt. Zack, zack. 36 Schaden, das ist ja cool. So. Also dieses Spiel macht in der Gruppe auf jeden Fall mehr Spaß als alleine und vor allem geht es dann auch eindeutig schneller. Jetzt am Anfang bin ich eigentlich immer nur mit Klerikern zusammen rumlaufen. Das wären dann Sensengeist und eben die liebe Arishia. Weil zwei Bogenschützen ist jetzt auch nicht so das Wahre. Später dann in Mission 2, Anchosaur und so weiter wird es dann auch dazu kommen dürfen, dass ich mit anderen Rassen und Klassen zusammenarbeiten kann, aber jetzt eben noch nicht, weil da hinten ein Käfer ist. Nein, weil die eben in verschiedenen Gebieten starten. Oh, du stirbst jetzt auch.
tun. Los. Zack. Ja. Das war jetzt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel Schaden. Egal. Jetzt brauchst du, glaube ich, noch einen. Das ist mein. Das ist das schlimmste Teil, einfach nur, wenn man Elfe am Anfang spielt, weil. Diese Käfer sind so selten. Ist unglaublich. Okay, das geht jetzt gerade. Ich habe. Vor allem, wenn man mit ganz vielen gleichzeitig spielt, ist das schlimm. Ich hätte den Schnellschuss nehmen sollen. Egal. Ach, wir haben gerade Nacht. Wie man gerade so sieht. Was habe ich hier denn? Der Stiefel. Ah, ich kann mein Amulett anziehen. Das ist gut. Hier kann ich Mana. Da, so, so. Nein. Mhm. Hast du Hose? Fragezeichen. Hast du Hose? Hast du Hose? Haben du Hosen tun? Ich liebe diese Musik. Okay, wir warten. Na, na, na. Käse. Ja, während wir hier warten und der Musik lauschen. Pass mal auf, ich will euch mal was zeigen. Ja. Wie unglaublich hässlich die sind. Schau sich die doch mal einer an. So hässlich kann doch nur. Naja, so ein Ding sein. Okay. Stadt. So, die Elfenstadt finde ich von allen Städten eigentlich am über... Nein, die Menschenstadt ist am übersichtlichsten von allen. Die... Eigentlich sind alle Städte hier schön übersichtlich, abgesehen von Anchusor. Ich verwechsel das gerade mit Dark Age of Camelot. So. Läufst du mir schön nach? Ja, braves Mädchen. So. Genau da lang. So. Hui. Oh, ja, so ewig gespielt, dieses Spiel Rovania. Deswegen heißt wohl auch der Wald davor Wald von Rovania. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wir müssen Wache Schneehefnef. Gab's nicht mal. Du verschwindest da, du blöde Truhe. Ich meine. Es gab mal. Egal. Ich meine, es gab mal einen weißen einen Pfeil, der hat einem gesagt: Hier lang kannst du. Da ist der NPC, den du suchst. Vor allem. Ach so. Sie fliegt. Ach, was wir auf jeden Fall noch machen müssen. Eine Sache muss ich auf jeden Fall jetzt noch zeigen. Ich klicke sie an. Moment, dann kommen wir hier. Na, wo ist es? Na. Oder haben die es rausgenommen? Ah ja. Ich hoffe, das nimmt die jetzt auch an. Ist das nicht einfach nur nervig, dass da diese Dinger drin sind? Ich finde das sowas von niedlich. Ja, was ist denn das? Ja, das ist doch einfach nur niedlich. Ja, ich würde sagen, hiermit kurzer...
kurzer Cut. Bis dann. Ja, so viel zum Thema Cut. Camtasia hat die komplette zweite Aufnahme gefressen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr groß etwas verpassen werdet, denn eigentlich sind wir da nur herum gelaufen und haben Sachen gesammelt. Das kann ich bei der nächsten Aufnahme ganz einfach nachholen, indem ich euch zeige, mit wem wir gesprochen haben und was ich dann bekommen habe. Das war wirklich nur eine 10-Minuten-Aufnahme, wo wir eigentlich groß nichts gemacht haben. Ja, deswegen, kleiner Fail, ich werde gucken, dass ich das Ganze dann wieder mit Fraps aufnehme. Ja, soweit, das war's dann von mir. Es ist 1.08 Uhr morgens. Ich muss morgen um 8.13 Uhr in den Zug steigen. Das heißt, ich lade das jetzt auf jeden Fall noch hoch. Das heißt, das ist heute auch aufgenommen worden, zusammen mit meiner lieben Dragonstar, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn die auf YouTube so nicht heißt. Das wollte ich jetzt noch eben anmerken.